Seid mir gegrüßt auf ein neues. Der nächste Fünfer ist fertig. Und wie man sehen kann, ist die Liste kurz geworden. Es sind nur noch 4 Stück übrig. Endlich, muss ich sagen, weil mittlerweile bin ich etwas überdrüssig, nur Fünfer zu spielen. Nichtsdestotrotz kommen wir zum Panzer. Der DS PZ Inz, whatever. Ich nenne den jetzt einfach Prinz, der einfach halber. Ich gehe kurz auf die Crew ein. Das ist eine brandneue Crew gewesen. Genauso wie bei seinem Counterpart, bei dem der auf die Heavy-Linie führt, habe ich hier eine nagelneue Crew genommen und habe dann, ich glaube, einen 20.000 XP Booster für die gesamte Besatzung benutzt und einen Booster, den man für 2 Millionen kaufen kann, reingesteckt. Und die Crews sahen beide vom Prinzip her identisch aus. Den Panzer fand ich extrem interessant. Also so von der Optik her gefällt er mir. Und so die Stats, die man in-game auslesen konnte, waren auch nicht schlecht. Und dann habe ich ein paar Runden damit gespielt und habe mir gedacht, um Gottes Willen, was ist denn das? Der nächste Step war dann bei mir aus den Kisten, da sind ja immer wieder Booster drin für diese Missionen, die auch in den kleinen Schachteln, die habe ich alle reingepumpt, die ich hatte. Und das sind ja überwiegend diese 20.000 XP Booster. Ich glaube, 100.000 XP Booster pro Crewmember war auch dabei. Und dann habe ich, glaube ich, sogar nochmal 2 Millionen Booster reingesteckt, um die Crew aufzubauen. Wie viele genau reingegangen sind, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall bis in den dritten Perk oder Anfang dritten Perk hatte ich Booster benutzt und der Rest ist dann hier über diese Fahrzeuge der Feiertags-Ops. Da habe ich den Chuck Norris Panzer, also habe ich den Prinzen habe ich als Chuck Norris Panzer ausgewählt und dann kann man hier oben aussuchen, was man möchte und ich habe Crew XP genommen. Damit habe ich meine Crew geboostet, weil mit der Basic Crew, die er hier auch hat, also der gleichen Skillung, hatte ich ihn stehen. Furchtbar. Katastrophe. Also dieser Panzer, der Panzer an sich, dieses ganze Konzept Panzer finde ich genial. Das größte Problem steckt im Turm. Also meiner Meinung nach ist die Kanone der letzte Krampf. Von der Crew her ganz normal, wie bei meinen ganzen anderen Mediums eigentlich auch. Ich habe hier drauf Waffenbrüder, sechsten Sinn, Farm wie auf Schienen, ruhige Hand, sichere Lagerung, Reparatur, Weitsicht jetzt hier, Zweimann, Skillen Camo und der dritte, der Fahrer, der ist beim Geländespezialist. Also es ist eine ganz normale Medium-Crew. Zum Setup vom Panzer. Ich habe erbeutetes Equipment drinne, Lüftung, Optik, Ansetzer. Dazu von der Munitionsbeladung 40, 35, 10. Die habe ich aber umgestellt gehabt. Ich hatte anfangs weniger APCR dabei, aber der Panzer, also es kommt relativ selten vor, dass man den komplett leer schießt oder dass man in die Nähe von leer kommt. Ich habe ein Match gehabt, da bin ich bei 3.900 Schaden gewesen. Da hatte ich fast meine ganze AP verschossen, beziehungsweise ich glaube, ich hatte sie komplett verschossen. Aber das war auch mein Top-Game auf dem Panzer. Das war der Ausnahme-Damage. Ich glaube, das werde ich auch gesondert noch ein Video dazu machen. Üblicherweise kommt da nicht so viel Schaden dabei rum. Zur Munition selber. 135 Damage pro Schuss auf AP und APCR, 135 Pen auf AP und 175 auf APCR, 925 Meter pro Sekunde auf der AP, 1156 Meter auf der APCR. Damit sind beide Munitionssorten durchaus brauchbar. Da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern oder sowas, dass man sagen könnte, ja, das ist Kacke, die Pen ist zu niedrig oder sonst was. Also diese Munition von den Grundwerten ist einwandfrei. HE 175, Average Damage 38 Pen, 925 Meter, auch ziemlich basic. Fünfer, wenn man so möchte, was den Alpha angeht, in der Kombination sind sie eigentlich alle sehr ähnlich.
Kann man auch nicht meckern. Und deswegen dachte ich mir auch so von vornherein, der Panzer sieht vielversprechend aus, der wird bestimmt Mordsgaudi machen. Zum Verbrauchsmaterial habe ich große Ersatzteilkiste, dann Schmalzbrote und kleines Erste-Hilfe-Kit drin. Die Schmalzbrote habe ich reingemacht wegen der Kanone. Also wirklich nur wegen der Kanone, weil mich die in den Wahnsinn getrieben hat. Die große Ersatzteilkiste, weil er immer wieder Module verliert, unter anderem auch gerne mal das Munitionslager. Und ich fahre nicht so gerne ohne Munitionslager rum. Nebenbei ist der Panzer der erste Fünfer, den ich jemals gespielt habe, in 73.000, sagen wir mal 73.500 Gefechten, ist das der erste Panzer, ich würde nicht sagen Fünfer, sondern der erste Panzer über Stufe 3 ist es, glaube ich, wo ich mit einem einzigen Treffer meine gesamte Besatzung verloren habe. Also ich habe hier einen HE-Treffer von einem Panzer 4H kassiert und die gesamte Crew war tot. Ist mir noch nie passiert. Ich habe dem Panzer 4H extra die Seite noch zugedreht, weil Ketten absorbieren oder schlucken unwahrscheinlich viel HE-Schaden. Es gab trotzdem einen Durchschlagstreffer, der muss wahrscheinlich irgendwo unlucky dazwischen getroffen haben. Ich habe nicht genau geguckt danach, wo es hinging. Effektiv hat man auch keinen Einfluss drauf. Auf jeden Fall ist mir die ganze Crew flöten gegangen. Das kenne ich normalerweise nur vom Panzer 1C oder ähnlichen Panzern, also diese Autokanonen. In den anfänglichen Stufen, da kann man es durchaus mal schaffen, mit so einem Burst, also mit einem Magazin, eine gegnerische Besatzung rauszuschießen. Hier ist es mir passiert mit einem einzigen Treffer HE, dass meine gesamte Besatzung platt war. Das war der erste Treffer, was ich in dem Match kassiert habe. Und damit war meine Match auch durch, weil Besatzung komplett ausgefallen ist. Seid ihr fertig mit dem Match, auch wenn der Panzer nicht kaputt ist? Also mein Panzer hatte noch Hitpoints, aber die Besatzung war tot. Camo hatte ich eine Gamescom 2018 Camo drauf, sieht man auch in den Replays. Also ich bin nicht ohne gefahren, ich habe die nur schon weitergeschickt auf den Boogie. Das wird auch wahrscheinlich ein sehr spektakuläres Fahrzeug. So, zur Feuerkraft. Oder gehen wir erstmal kurz auf die Module ein. Es ist aber auch ziemlich Basis. Top-Ketten, Top-Motor, Top-Funkgerät, Top-Gun und Top-Turm. Das ist das Setup, was ich gefahren habe. Also effektiv das Beste, was man für den Panzer kriegen kann. Und das war's dazu. Die Feuerkraft, Damage und Durchschlagskraft hatten wir. 13,59 Schuss, 4,42 Sekunden Reload. Das ist jetzt nicht so geil, aber er kommt immer noch auf 1800 dpm. Also damit ist er besser als der Skoda, den ich zuletzt gespielt habe. Aber ich würde den Skoda allemal diesem Panzer vorziehen, aufgrund der Kanone. Geschützrichtgeschwindigkeit ist gut. Minus 8 Grad Gun Depression ist auch okay. 15 Grad Gun Elevation, das heißt 15 Grad geht die Kanone nach oben. Da kommt ihr ab und an mal ans Limit, dass ihr einen Panzer drehen oder euch anders positionieren müsst, um aufs Ziel zu kommen. 1,83 Sekunden Zielerfassung, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Witz. Also das war ein Wert, der hat mich richtig interessiert. Auch einer der Werte, warum ich dann gesagt habe, ich mache hier eine Optik rein und keinen Waffenrichtantrieb. Diese Zielerfassungszeit, theoretisch passt die, aber praktisch nicht, weil die Softstats hinter der Kanone sind so schlecht, sagen wir es mal so, dass die Kanone viel, viel länger einzielt als das hier. 0,34 Genauigkeit kommt hin, ab und an trifft der Panzer mal in Folge mehrere Schüsse, aber dann geht es wieder so weit, dass mehrere Schüsse komplett am Ziel vorbeigehen. Ihr müsst voll durchzielen. In 95% aller Fälle müsst ihr die Schüsse voll durchzielen, außer ihr seid im Infight.
Im Infight geht es auch ohne. Also wenn ihr jetzt einen gegnerischen Panzer zirkelt oder ein TD oder irgendwas in der Richtung, dann logischerweise im Nahkampf muss es nicht sein, aber sobald ihr über Distanzen schießt, muss voll durchgezielt werden, ansonsten trifft die Kanone niente. Da geht's, also ihr trifft gar nichts. Das war auch der Punkt, der mich an dem Panzer fast fertig gemacht hat und wo ich herbe enttäuscht war, weil wie gesagt, die Optik von dem Panzer finde ich cool, er ist schön flach, niedriges Profil. Die Basiswerte, die dahinter stecken, sind auch alle in Ordnung, aber die Softstats sind einfach Kacke. Die Überlebensfähigkeit 590 HP, das ist durchschnittlich. 50, 40, 30 Wannenpanzerung, 50, 30, 30 Turmpanzerung. Das heißt, HE ist ein Problem, wie bei einigen Mediums. Er mag HE nicht, also wenn er HE kassiert, dann gönnt er sich's meistens voll, auch von Artis. Also ich habe auf Ensk, glaube ich, habe ich einen HE-Durchschlagstreffer von Arti kassiert. Der hat's Topdeck, also den Motor hinten getroffen. Da war ich dann auch so gut wie fertig mit dem Game. Da waren nicht mehr viele Hitpoints übrig. Zur Beweglichkeit. Das ist wieder ein Punkt, wo ich ihn zu schätzen weiß oder wo ich sage, das ist ein geiler Panzer. 18,44 ist das Leistungsgewicht, 585 PS bei 31,7 Tonnen Gewicht, wie ich ihn jetzt ausgestattet habe. 56 km/h Höchstgeschwindigkeit vorwärts, 15 rückwärts. Das heißt, der Panzer ist mobil, er ist schnell und Mobilität und Geschwindigkeit bringt Flexibilität. Ihr könnt einfach viel auf das reagieren, was auf der Map passiert. Das ist ein Punkt, den ich an dem Panzer sehr schätze. Er ist beweglich, er ist nicht so schwerfällig wie der Skoda, das er unwahrscheinlich lange braucht, um zu drehen oder Kurven zu fahren. Das gibt es bei dem Panzer nicht. Dafür ist halt, wie gesagt, die Kanone Kacke. Tarnwert 21,04, wenn wir jetzt da irgendeine x-beliebige Camo draufschmeißen. Dann geht der Tarnwert auf 24,04 hoch. Und das mit zwei Crewmembern, die anfangen, Camo zu skillen. Plus Equipment und Premium-Verbrauchsgut. Das heißt, der Panzer hat einen sehr guten Basistarnwert. Wenn man den jetzt komplett auf Camo geskillt hat, denke ich mal, dürfte das recht lustig sein, damit offensiv zu spielen auf Karten, wo es Deckung gibt. Da kann man ein bisschen stealthy durch die Gegend düsen und Gegner ärgern, die nicht so richtig verstehen, was passiert. 15,8 hat er in der Bewegung, auch ein guter Wert. Also camo-technisch kann man nicht meckern bei dem Panzer. 443 Meter Sichtweite, das hat auch wieder damit zu tun, dass er eine 350 Meter Basissichtweite auf dem Turm hat. Ich keinen voll ausgebildeten Sichtberg auf dem Panzer habe und deswegen war auch Optiken bei mir einer der Hintergrundgedanken. Weswegen ich gesagt habe, okay, ich brauche View Range, weil diejenigen, die meinen Kanal verfolgen, schon länger verfolgen, denen müsste schon aufgefallen sein, dass ich gerne Spotting und Damage kombiniere, so wie sie es gerade gibt. Und deswegen brauche ich einfach View Range, Sichtweite und ja, da ist er jetzt nicht unbedingt der König. Was ein bisschen Underperformer ist, ist die Funkreichweite. Also ich habe es mehrfach geschafft, auf einigen Karten aus der Funkreichweite von meinen Artis rauszufahren. Das heißt, dann bekommst du halt auch keinen Support mehr von den Artis. Außer du hast irgendein Teammate dabei, was eine größere Funkreichweite hat, dass da noch eine Verbindung besteht. Allerdings bekommt man dann selber auch nicht mehr den Assist, sondern das Teammate. Jo, das war dann wirklich auch alles zu dem Panzer soweit. Was habe ich drauf gespielt? 91 Games, aber wie gesagt, für mich ist es kein angenehmer Panzer. 1054 Durchschnittsschaden, 562 Assist und knapp über 58% Wins. Ich habe
im Top-Wert war ich bei, ich glaube, bei knapp 1200 Durchschnittsschaden und über 60% Wins. Aber jetzt die letzte Phase von der Gunmark habe ich exorbitant viele Matches gehabt, wo meine Teams in der Luft zerrissen wurden. Und das resultiert dann auch. Also es ist in die Winrate mit eingeflossen, relativ viel verloren dann. Und der Damage hat halt auch drunter gelitten, weil ich dann passiver spielen musste. Und wenn ich beim Matchbeginn direkt relativ weit vorne starten kann, das kristallisiert sich dann raus, dass das eigene Team zusammenfällt, habe ich einfach deutlich mehr Raum auf der Map, um mich zurückfallen zu lassen und weiter Damage zu machen. Wenn ich aber von vornherein schon weiter hinten starte, kann ich mich nicht mehr so weit zurückfallen lassen. Darüber habe ich dann halt Durchschnittsschaden verloren. Ist jetzt aber auch nicht dramatisch. Ich meine, ich bin jetzt froh, dass das Ding weg ist. Und da ich den Panzer noch nie gespielt habe, beziehungsweise keinen von den polnischen Panzern gespielt habe, habe ich hier auch alle drei Gefechte für die Gunmark. Und das Ganze wird für mich auch ein Grind. Also die Linien beide habe ich noch nicht gespielt. Von daher ist das für mich auch ein neuer Weg zum Zehner und die Besatzung wird auch letztendlich auf dem Zehner landen. So, viel geredet. Gehen wir direkt zu den Replays. So, Karte Erlenberg, Sechser Match mit dem, wie gesagt, ich nenne ihn einfach Prinz, weil der Name komisch ist. Ich spiele sehr gerne auf der Seite hier drüben, um zu spotten. Ich glaube, hier hatte ich, ich weiß gar nicht, ob ich hier schon rumgeschraubt hatte an der Crew. Also für mich der Panzer definitiv eine herbe Enttäuschung gewesen. So in der Garage hat er echt viel von viel von habe ich viel Potenzial davon erwartet. Zuerst mal in den Counter-Spot-Busch, sage ich mal. Da kann ich hier drüben, wenn hier drüben jemand hochfahren sollte, aufklären. Ich kann Panzer aufklären, die hier crossen. Ein bisschen ein Geduldsspiel. Oh, da haben wir den T3485M, den habe ich aber nicht aufgeklärt. Kamerad hier drüben, den habe ich jetzt aufgeklärt. Bisschen hin und her bewegen, bis ich die Gun Depression habe. Beim Schuss wird mich ja automatisch aufgeklärt, weil einfach nicht genug Cover dazwischen ist. Häufig stehen auch hier unten irgendwelche TDs und warten darauf, dass irgendwas passiert. Deswegen ist es immer Abwägungssache. Ja, das ist einfach das Gun Handling. Also, wie man gesehen hat, die Einzielzeit von mir hat nicht ausgereicht, um einmal einen Schuss auf ihn abzugeben. Und er konnte zweimal auf mich schießen. Das Gun Handling von mir ist einfach so schlecht, dass mir die Einzielzeit nicht gereicht hat, um da gegenzuwirken. Nachdem die Arti mich jetzt noch beglückt hat, mache ich mich vom Acker. Weil auch mein eigener Support sehr gering ist. Wenn man gesehen hat, also ich habe hier den hier drüben mehrfach aufgeklärt und drei Artis hatten es nicht für nötig gehalten, da einmal drauf zu schießen. Deswegen habe ich mich jetzt zurückgezogen und gesagt, okay, wenn ihr da nicht mit mir spielen wollt oder mir nicht helfen wollt,
Dann ziehe ich mich da aus. Ich habe jetzt schon genug HP verloren. Die Artis schlafen immer noch. Also jetzt kommt der Push. Und wird einfach nicht drauf reagiert. Der VK schreit hier mehr oder weniger um Hilfe. Jetzt kam der erste Hit von der Arti. Den Kameraden jetzt hier rausgenommen. Die Flanke müsste clear sein. Und die Gegner haben noch drei Panzer. Zwei Heavys in der City. Das Stuck war hier hinten gespottet. Das heißt, es fehlen jetzt noch die drei Artis. Und damit ist für mich relativ safe zu sagen, okay, ich kann jetzt hier auf der Nuller-Linie durchfahren. Jetzt hat mich der OI nur gespottet. Ich versuche hier schnellstmöglich in Deckung zu kommen. Und eine Position anzufahren, wo ich eventuell nicht von der Arti direkt einschießbar bin. Also okay, mal schauen, vielleicht kann ich noch ein paar Schuss auf den OI abgeben, um einfach die HP zu reduzieren, dass die eigenen Artis da noch ein bisschen drauf wirken können. Aber hier stehen die Häuser jetzt zu dicht, dass ich nicht mehr rankomme. Da müsste ich noch ein bisschen warten, da hätte ich vielleicht einen Schuss rausgekriegt. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden zu sagen, okay, no, ich mache jetzt hier die Fliege. Ich kümmere mich lieber um die Artis, versuche da Assist und noch Damage abzugreifen. Da habe ich die zweite Arti aufgeklärt. Sind wir bei knapp über 1k kombinierten Schaden. Und an den OI werde ich auch nicht mehr rankommen. Obwohl der Panzer recht fix unterwegs ist, ist es einfach zu weit. 3 Artis plus der 25 TP, der da echt einen guten Job macht. Oder gemacht bis zu dem Punkt. Und damit ist die Runde durch und wir kommen zum Kampfbericht. Ja, keine spektakuläre Runde. 406 Assists, 725 Schaden, wenn man knapp über 1100 kombiniert. Erste Gunmark Überlegenheitsabzeichen, dritte Klasse, 43.000 Credits, 1200 Erfahrung und im Teamscore auf dem 6. Platz gelandet. Nach Damage auf dem 7. Platz gelandet. Also ziemlich unspektakuläre Runde und für mich auch unbefriedigend, aber ich finde, ja, das war so der rote Faden von dem Panzer. 7 Schuss abgegeben, 6 Treffer, 6 Durchschläge, 2,1 oder knapp 2,2 Kilometer gefahren, hatte hier noch persönliche Reserven an und bin damit auf knapp 38.000 Credits gekommen. Das war Runde Nummer 1 und damit kommen wir zu Gunmark Nummer 2. So, Gunmark Nummer 2, 6er Match auf Karelien, das ist Angriff. Wir müssen die gegnerische Basis erobern. Üblicherweise spiele ich die Karte ganz gerne auf der rechten Seite, links ist nicht so mein Favorit. Das Matchmaking angeschaut und gesagt, okay, Typ 64 ELC Risiko eingehen oder nicht, und habe mich dafür entschieden, das Risiko einzugehen. Also ich bin hier aggressiv vorgefahren, um zu spotten. Der Leopard rechts von mir, wie man sehen kann, hier unten geht auch spotten. Bisschen Free Damage. Müsste Assist vom Leo sein. Alternativ vom Super Chaffee, der ging drüber.
und APCR jetzt am Start. Große Ersatzteilkiste und Premium-Verbrauchsgüter. Einfach nur, weil mich dieses Gunhandling von dem Panzer echt fertig gemacht hat. So, warum fahre ich jetzt vor? Weil ich gesehen habe, dass der ELC hier drüben steht. Ist natürlich immer noch ein Risiko, weil der Typ 64 nach wie vor nicht gespottet war. Aber der Großteil vom Gegnerteam spielt momentan hier drüben. Und deswegen sehe ich halt die Chance, hier Druck zu machen und zumindest die linke Seite von der Karte zu gewinnen, weil es rechts ziemlich bescheiden aussieht. Was mich momentan ein bisschen hindert oder was mein Gedankengang war, warum ich jetzt hier nicht direkt vorpushe, ist der KV-2. Dann ein bisschen überlegt und dachte mir, okay, wenn ich unter die Ridgeline fahre, komme ich an den Panzer 4H ran und kann zumindest den beglücken, ohne dass der KV-2 ein Schussfeld auf mich kriegt. Risiko ist dann die FV-304. Also hier ist jetzt APCR unnötig. Aber ich lade da nicht jedes Mal um. Genau die hier ist das Risiko gewesen, weil die hätte, wenn sie an einer passenden Position steht, hinter die Ridgeline schießen können und mich treffen. Dann habe ich jetzt aber mehr oder weniger so ein Cover gezwungen, dass er nicht auf mich schießen kann. Und jetzt ist er sowieso fertig mit Schießen. Der nächste Gedankengang hinter den Steinen zu fahren, den Churchill Proxy zu spotten, weil ich hinter dem Stein safe bin vom KV-2. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil die Left sich da schon drum gekümmert hat. Spotting auf dem KV-2 abgesahnt. Er hat hier wohl keine sichere Lagerung. Ich habe jetzt gesehen, Typ 64 hat den KV-1 rausgeschossen, der hier oben gespielt hat. Deswegen gehe ich jetzt Typ 64 suchen. Der muss irgendwo hier sein und da habe ich ihn. AP geladen. Hab jetzt HE vorgeladen, weil Typ 64 keine Panzerung hat. Schaffst also irgendwie nicht einen Durchschlagstreffer zu kriegen und nutzt jetzt hier eine Alternative. Ich fahre ihm in den Weg und nutze mehr oder weniger meine Masse, meine Panzerung gegen seine Masse und damit zerstöre ich ihn und zwar auch mich gleichzeitig. Aber ich war low HP, ich hätte jetzt das DPM-Duell sowieso verloren. Aber so habe ich ihn zumindest rausbekommen. 1413 Schaden, 448 Assist und hoppla, damit kommen wir zum Kampfbericht. Zweite Gunmark, Überlegenheitsabzeichen, zweite Klasse, Kamikaze, 1413 Schaden, 448, also da kam nichts mehr blind dazu. Im Teamscore auf dem vierten Platz gelandet, nach Damage auf dem dritten Platz. Typ 64 hat hier wohl großteils nur gesnipert. Er hat wirklich seine Teammates zum ausgenutzt als Spotter, statt selber aufzuklären. Also fragwürdiges Gameplay meiner Meinung nach. Nach Abzug von sämtlichen Kosten, Munition etc. habe ich hier noch 17.957 plus gemacht. Knappe 1,3 Kilometer gefahren. Schussbild 11, 10, 8. Sehr gut für den Panzer.
Und das war Gunmark Nummer 2. Und wir gehen direkt zu Gunmark Nummer 3. So, Gunmark Nummer 3 auf der Karte Wadi. 7er Match. Und ich nutze hier häufig oder gerne eine Position hier vorne, an der Kirche oder an der Moschee vielmehr, wo ich die Heavies spotten kann. Eventuell sogar TDs, die hier oben snipern, oder Mediums, die hier oben spielen. Die Position hat einen gravierenden Nachteil, wenn dein Team hier oben verliert oder hier oben keinen Druck macht, werdet ihr umgangen und ihr habt keine Möglichkeit hier rauszufahren. Sobald ihr einmal in der Position seid, müsst ihr die Position mehr oder weniger bespielen. Und wenn das eigene Team dann zusammenklappt, steht ihr in einer Position, wo es keinen Rückweg gibt. Also dieses Spiel oder diese Position ist ein One-Way-Ticket. Und das wird mir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch hier das Genick brechen. Also ich habe hier primär auf Spotting gespielt und nicht auf Damage. Wichtig für die Position ist natürlich, dass euer Panzer einen gewissen Grad an Mobilität hat. Also wenn ihr jetzt eine Maus habt oder irgendwas vergleichbar Langsames, japanische Heavys zum Beispiel, da braucht ihr das nicht in Erwägung ziehen. Aber der Prinz ist recht fix unterwegs, wie man sehen kann. Ich bin hier bei knapp 55, werde jetzt hier aufgeklärt. Das bedeutet mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, dass der 1357 in der Nähe rumfährt. Und da ist er auch. Jetzt hier in Cover gestellt. Erstmal unspottet werden. KV1, es ist nicht mehr offen, den hatte ich aufgeklärt. Damit bin ich jetzt relativ safe hier vorzufahren. Und wie man sehen kann, das, was ich angesprochen habe, wenn das Team hier drüben offen lässt, ist der Zug abgefahren. Ich wurde bei der Anreise, ich nenne es mal Anreise, schon gespottet. Damit kann ich hier nicht mehr zurückziehen, weil der 1357 mich wieder aufmachen wird. Der KV-1S könnte mich aufmachen, da ist der 1357 hinter mir. Und der Kamerad hier oben hat eine Derp Gun. Wenn er mich geschickt erwischt, haut er mir hier den halben Panzer zusammen. Beziehungsweise beim aktuellen HP-Stand schießt der mich komplett raus. Der kann mich hier durchaus one-shotten. So, ich weiß, dass der 1S da oben steht. Ich kann den mit APCR durch den Turm schießen. Bin hier am Überlegen, schießen oder will nicht schießen. Ich wollte aber nicht aufgehen, gerade wegen dem 1S. Weil ich da nicht so scharf drauf war, dass der mir die HE reinschraubt. Dafür habe ich jetzt hier solide 720 Assists bisher abgegriffen. Sehen kann, den 1S habe ich getroffen. Fahre jetzt hier zurück. Jetzt muss er mich aufklären. Hat auch geschossen, aber nicht getroffen. Ich habe hier die ganze Zeit eigentlich nur darauf gewartet, dass der 1357 durchfährt und mich von hinten wegklippt. Weil hier einfach überhaupt nichts passiert. Also die lassen hier offen. Wir haben überhaupt keine Map Control. Die Jungs hier unten, die sind voll farmbar für den 1357, je nachdem, wo er steht. Ich Proxy spotte aktuell nur noch den KV-1. Hoff da noch Damage drauf zu kriegen. Wollte ihn hier eigentlich tracken, aber das ging ein bisschen in die Hose. Kassiere jetzt nochmal einen Schuss. Aber 1092 Assists und 409 selber gemachte Damage. Die Hellcat hat sich direkt auch noch dahinter gestellt, um noch ein bisschen Assist an mich abzugeben. Ja, das eigene Team zieht sich jetzt hier leider in die Basis zurück. Also die geben noch mehr Map Control ab. 1357 ist jetzt offen, also jetzt ist.
Ja, Gunhandling. Jetzt ist einfach davon auszugehen, dass er mir jetzt gleich die Lampe ausmacht. Ich kann nicht an den 1S ran, ich kann nicht an die Hellcat ran. Und der 1357 hat jetzt mehr oder weniger eine Free Farm an mir. Das war meine Runde. Und damit würde ich sagen, kommen wir direkt zum Kampfbericht, weil so wie das Team hier aufgestellt ist, hat sich der oder ist der Drops gelutscht. Dritte Gunmark, eine Niederlage, 36.000 Credits, 494 Erfahrung, 661 Schaden, also Blindshots 2 Stück auf den KV-1S getroffen, knapp 1600 Spotting, also bei knapp 2200 kombiniert gelandet. Hat gereicht für die dritte Gunmark, nach Erfahrung sortiert, auf dem zweiten Platz gelandet. Ja. So, von der Teamverteilung braucht man dann nicht wirklich viel zu sagen, und das ist ersichtlich, warum die Runde in die Hose gegangen ist. Den haben sie frei spielen lassen auf der äußeren Flanke. 2452 Schaden, 5 Kills. Mit 1400 Spotting, also der hat auf jeden Fall eine fette Runde gehabt. Das war dann die dritte Gunmark auf dem Panzer. 11.406 plus gemacht. Knappe 700 Meter gefahren. Und das war's. Also, das ist so ein bisschen sinnbildlich für den gesamten Gunmark Grind auf dem Panzer. Sowohl Replays 1 bis 3, also Gunmark 1 bis 3 liefen relativ ähnlich, die Matches bei dem Panzer. Es war für mich nicht, war kein angenehmer Gunmark Grind. Der Panzer war nicht schön zu spielen. Es war eine rundum Enttäuschung für mich. Weil einfach die Kanone, ja, ist eine große Nullnummer. Schlimmer ist momentan nur noch der zweite, der 25 TP, der hat noch ein beschisseneres Gunhandling. Da bin ich aktuell dran. Also der wird genauso ätzend, wenn nicht sogar noch schlimmer. Das soll's aber dazu gewesen sein. Falls euch die Replays geholfen haben, gefallen haben, wie auch immer, lasst mir ein Like da. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen, Anregungen oder sonstiges habt, immer in die Kommentare rein. Ich lese alle Kommentare, bis auf diese Bot-Kommentare, die teilweise von irgendwelchen Webseiten random unter Videos gepostet werden, beantworte ich auch alle. Wenn irgendjemand das Bedürfnis hat, Blödsinn unter die Videos zu schreiben, dann kommen von mir im Regelfall auch irgendwelche entsprechenden Kommentare dazu. Weil ich einfach, ja, mein Spaß hin oder her, aber irgendwo muss man halt mal auch den Ball flach halten. Irgend so ein Kasper war da ja ganz groß dabei bei dem Feiertags-Ops-Video, was ich gemacht hatte. Das soll's aber, glaube ich, wirklich gewesen sein. Muss man nicht mehr groß um heißen Brei reden. Wie gesagt, falls gefallen hat, falls euch Gunmarks interessieren oder Panzer, die in den unteren Tierstufen sind, kramt ein bisschen in dem Marks of Excellence Ordner rum. Da findet ihr momentan fast alle Fünfer. Also es gibt nur noch ganz wenige, die ich nicht gespielt habe. Vielleicht ist gameplay-technisch was für euch dabei, was euch interessiert, was euch hilft. Und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zocken und melde mich ab.